Das Wochenende steht in den Horben in Eichwald diesmal nicht im Zeichen des Motocross. Über 600 Jugendliche und ihre Betreuer von Jugendfeuerwehren und dem THW aus dem Kreis Esslingen haben das Gelände übernommen. Auch eine Abordnung aus dem Leipziger Land ist dabei. Eine Zeltstadt, wie sie schon zum 13. Mal im Kreis aufgebaut wurde. Immer an einem anderen Ort im Landkreis und organisiert von den örtlichen Feuerwehren und der Kreisjugendfeuerwehr Esslingen. Der Spielmannszug läutete musikalisch das diesjährige Lager ein. In einer Reihe warteten die Jugendlichen auf den Startschuss. Kreisjugendfeuerwehrwart Uwe Steck begrüßte die Teilnehmer und die Gäste. Ich wünsche euch jetzt 3 tolle Tage, tolle Aufenthalt und viel Spaß. Somit ist unser 13. Zeltlager eröffnet. Auch Bürgermeister Nikolaus Fink ließ es sich nicht nehmen, als Gastgeber ein paar Worte an die Jugendlichen zu richten. Hier bei uns in Eichwald in den Horben ein Zeltlager bezogen hat. Der Grund dafür liegt darin, dass die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Eichwald ein kleines Jubiläum feiert. Die Jugendfeuerwehr hat ihr 25. Jubiläum, das wir in Eichwald feiern. Und da war es die Idee vom Simon Schäfer, bei dem ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte, zu sagen, Mensch, dann laden wir doch Sie und euch alle nach Eichwald ein. Kreisverbandsvorsitzender Bernd Müller und Kreisbrandmeister Bernhard Dietrich kamen auch zu Wort. Ich darf Sie alle recht herzlich hier zu diesem Kreiszeltlager begrüßen. Dieses Zeltlager findet ja alle 2 Jahre statt und es freut mich immer wieder, wie viel Jugendliche hier an diesem Zeltlager teilnehmen. Das zeigt doch, dass hier einiges über die nächsten 3 Tage geboten wird. 13. Kreisjugendzeltlager bei traumhaftem Wetter. Damit es nicht ganz so staubt, hat es vorher ein bisschen geregnet. Ich bin ein Fan von Statistik und die Regenwahrscheinlichkeit haben wir heute Abend noch mal 50% gegen 24 Uhr und danach bleibt schön trocken. Ich freue mich, in ein so tolles Bild schauen zu können. Es sind auch erstmalig hier THW-Angehörige mit dabei, das freut mich besonders. Ich möchte mich bei allen Organisatoren bedanken, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Wir haben uns bei den Jugendlichen umgehört, was sie von dem Lager erwarten und warum sie bei der Jugendfeuerwehr aktiv sind. Also ich finde es ganz cool hier. Ich fand es vor 2 Jahren war ich auch schon, da fand ich es auch sehr cool. Ich finde es immer cool, einfach mit den anderen Feuerwehren zusammen zu sein und einfach mal auch die anderen kennenzulernen. Einfach viel Spaß und gute Laune und gutes Wetter natürlich. Ja, dass wir eine schöne Zeit mit allen gemeinsam haben, damit wir, dass wir auch andere kennenlernen hier von dem Landkreis Esslingen und dass wir schöne Übungen machen eventuell. Ich freue mich auf die Olympiade. Dass es lustig wird. Dass ich mit vielen anderen Personen ein Team so spielen oder so allgemein halt so, ja, so wie Dorfspiele oder so zu unternehmen. Also es ist toll, ziemlich viele Zelte, viele Leute und das Wetter ist zwar nicht so gut gewesen, aber es soll jetzt besser werden. Ich habe gehört irgendwie so beiläufig, dass es jetzt eine Olympiade gibt, aber da bin ich gespannt drauf. Nach der offiziellen Eröffnung hieß es Essen fassen. Leckere Maultaschen ließen die Schlangen am Essenszelt immer länger werden. Nach der Stärkung ging es auch schon los. Die Dorfrallye startete und die Teilnehmer mussten von den Horben nach Krummhardt, dann nach Scharnbach und wieder zurück zum Zeltplatz laufen. An 5 Stationen mussten sie zeigen, was sie können. Holzsägen, Wasser transportieren, ohne was zu verschütten, Bälle in ein Feld werfen. Eine Decke drehen, auf der 5 Personen stehen. Und sich schnell umziehen. Danach ging es zurück in die Zelte und die Nachtruhe kehrte ein. Das Wochenende ist durchgeplant und alle kommen voll auf ihre Kosten.